40 Jahren, für alle, die eine Ausrede haben, oh, ich bin zu alt, wenn ich anfange. Mit 38 hat er gestartet, mit 42 ist er Europameister geworden und jetzt hat er seine eigene Schule in Zürich aufgemacht. Das ist so hier Mindset das Thema und den werdet ihr gleich kennenlernen. Alex ist die größte Stärke, gleichzeitig die größte Schwäche. Das ist Alex. Das ist Alex. Nee, auf jeden Fall, Alex ist so ein Typ, wenn er sich was in den Kopf setzt, dann ganz, ganz egal wie, mit russischem Betonkopf durch die Wand. Und das kann auch funktionieren. Es kostet Energie, es kann auch funktionieren. Und immer wenn ich ihm eine Technik zeige, Alex ist immer so, aber was ist, wenn was passiert? Das hat immer ein Aber. Und dann müssen wir oft rollen, dass er so das Aber erkennt. Und dann ist der Running Gag entstanden, Alex ist besonderer Lerntyp. Ich habe angefangen, das zu sagen. Hey, aber jeder ist besonderer Lerntyp. Das ist jetzt nicht nur Alex, jeder von uns hat so seine Ecken, Kanten und Macken und Eigenarten. Und ich bin mega froh, Alex zu kennen. Und Alex ist auf jeden Fall eine Bereicherung für uns hier. Und Alex hat sich ausgedehnt. Er hat immer noch eine aktive Karriere als Wettkämpfer. Kämpft da und hat jetzt neuerdings sein eigenes Team in Zürich gegründet. Und wir begleiten ihn in seiner Entwicklung weiterhin als Trainer auf Richtung Black Belt. Und ja, Alex, schön, dass wir dich hier haben. Jetzt erzähl mal, ey, was hat sich jetzt für dich verändert, seitdem du dein eigenes Gym in Zürich hast? Ja gut, also das ist erstmal eine große Verantwortung. Ne? Okay, ich hab nicht erwartet, was so, ist schon schwierig, aber mega Freude, habe ich richtig. Was ist schwieriger, mit Thomas zu rollen oder eigene Schule zu haben? Ich würde sagen, eine Schule zu haben. Mit dem zu rollen habe ich so eine Freude. Hm. Also, wie ist denn das, so eine Verantwortung jetzt zu haben für andere Leute? Ja, schon ganz anders. Also wir gucken dich an, also ich habe niemanden, wenn mich fragen darf, alle fragen mich, was mache ich, wenn? Ich kenne auch jetzt ein paar Holzrussen. Sagt der Holzrusse. Ja gut, eigene Strategie, also ja, die Sachen, die an mich funktionieren, funktionieren an allen, sozusagen. Und wie kam dann die Idee, eine eigene Schule aufzumachen? Hattest du dann? Ja, ich bin begeistert von Jiu-Jitsu und ich wollte wirklich so weit wie möglich das verbreiten, Menschen Möglichkeit zeigen, dass sowas überhaupt gibt, auch für sich selber zu machen, für eigene Gesundheit und ja. Okay, wo ist dein Ziel? Wo kommst du in den nächsten 5 Jahren hin? Also mein Ziel in den nächsten 5 Jahren Black Belt Weltmeister werden und zumindest Europameister. Ist viel besser sogar Europameister zu werden als Weltmeister, weil mehr Konkurrenz da steht als in Weltmeisterschaft, weil nach Amerika kommen nur so begrenzte Anzahl von den Menschen und nach Europa kommen alle. Und ja, wie gesagt, weiter Schule entwickeln, vielleicht noch eine Filiale. Und du bist jetzt wo, in Zürich? Ich bin in Zürich, ja. Wieso in Zürich? Wieso nicht? Das ist eine von den größten Städten. Es gibt auch genug Konkurrenz da, aber es ist kein Problem. Also mit unserer Technik können wir auch. Wir sind richtig konkurrenzfähig, was das angeht. Konntest du Leuten schon helfen? Ja gut, also du siehst, wenn du Menschen was zeigst, beibringst und dir das umsetzen, was Wettkampf angeht, und dann siehst du in den Augen und die gucken dich an und sagen, ja, es hat geklappt. Ja, das ist schon eine richtige Freude. Du siehst die Veränderungen. Zum Beispiel, es gibt auch Kinder, die kommen, weißt du, die sind schüchtern und so weiter. Und du siehst die Entwicklung, wie die dann selbstsicherer sind und die offener bleiben. Dann kommen die auf Kontakt mit anderen Menschen. Das ist schon eine riesige Veränderung.